Ja, da begrüße ich euch zur Landung. Und wir sind immer noch zu viert. Alle anderen sind noch da. Hallo. Genau. Der Ole, Thomas und der Julian. Genau. Wie ihr seht, sind wir kurz vor dem Topf-Standpunkt, also ich zumindest. Obwohl der Julian eigentlich vor mir ist, das wundert mich eigentlich, aber ist auch egal. Ich stelle schon mal ein, und zwar soll ich auf 2060 gehe ich gleich runter. Ups. 2000 und... Okay, 2100 mache ich dann. Geht ja nicht, 60. Subi. Nee, ich habe jetzt noch... Ja, ich sag mal so circa 20 Meilen habe ich jetzt noch, Julian. Und du? Aber das mit dem Sherry hat sich erledigt. Ich noch 40 nautische Meilen an. 40? Kann doch gar nicht sein, du bist doch vor mir. Was hast du gesagt, Thomas? Das mit dem Sherry hat sich erledigt, der fliegt wirklich woanders hin. Ah, alles klar. Der Ole, ja, jetzt kommt Ole uns langsam hinterher geschissen. Oha, jetzt gibt er Vollgas. Ich habe jetzt, wie gesagt, so circa noch 15 Meilen, 14, 13 Meilen habe ich jetzt noch. Nee, Quatsch. Doch, 15, 10. Genau. Bis zum Land hast du noch 10 Meilen? Nein, bis der Top-of-the-Send-Punkt kommt. Dann muss ich langsam die Taste drücken. Blub. Die Blub-Taste? Gut, Kerosin habe ich natürlich eine ganze Menge mit. Das stimmt wohl auch alles nicht, das ganze Berechnen. Jetzt habe ich noch 5000 Kilo habe ich noch drin. 5400. Dann scheint es ja nochmal zurückfliegen, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, das muss ich mir nochmal ganz genau ausrechnen. Wie man das besser zu rechnen kriegt. Ja, ich hab noch 2,5 Stunden habe ich noch drin. Ich hab noch 2,5 Stunden, das ist echt, naja, dann kann ich eigentlich nochmal zurückfliegen. So, 5 Meilen vorm Top of the Send Punkt und ich habe den Sinkflug eingeleitet. Weil dann müsste ich dich doch eigentlich vor mir sehen irgendwo. Overspeed, alles klar. Vielleicht sollte ich mal jetzt genau, ich habe nämlich vergessen, mein Speed auf ne? Autopilot zu setzen. Autopilot 1, Crosscheck. Ole, du drehst schon wieder ab. Ich glaube, er hat die Schnauze voll. Ich glaube, er fliegt nach Hause. Ole, was hast du jetzt für ein Problem? EDBM eingegeben. Was, fliegst du jetzt woanders hin? Ja, nach EDBM. Was soll denn das? Wo willst du jetzt hinfliegen, sag mal? Nach Magdeburg. Mit der 747 nach Magdeburg, okay. Oder du kannst uns das auch sagen, wenn er nicht mit uns fliegen möchte. Willst du jetzt echt nach Magdeburg fliegen? Nein. Ich hab den eben versetzt, da hat er plötzlich schon wieder umgedreht, die Maschine. Okay, vor mir sehe ich keinen. Hinter mir sehe ich auch keinen. Ich habe jetzt noch 55 Meilen bis zum Top of the Sand. Da unten ist der Julian, da sehe ich ihn. Bist du schon unten, Julian, sag mal? Julian? Nee, ich bin immer noch nicht auf die Sand, aber so in 15 nautische Meilen ungefähr. Wie hoch bist du denn jetzt? Seit Level 370, also 37.000 Fuß. Hä? Hier stimmt doch irgendwas ganz. Ich guck fertig bei mir.
Hier unten fliegt doch ein Flugzeug. Und du bist der Einzige, der vor mir ist. Hä, wie geht das denn? Aber ich überhole dich gerade, so wie es aussieht. Naja. Ich bin jetzt nämlich schon auf 34.000 Fuß. Und wenn du auf 37.000 Fuß bist, hä? Naja, ist ja auch egal. So, ich habe, glaube ich, alles eingestellt soweit. Das habe ich drin. 10.11 hast du auch, ne, Thomas? Was habe ich? 10.11 Hektopascal? 10.12. Das stimmt, bei Wetter Aviation Center steht 11, 10, 10, 12. Hier steht. Okay, jetzt ist es abgedreht, 20 Uhr. 10, 11. Na gut, dann machen wir 10, 12 draus. Na, Moment. So. Also laut Karte, laut Map bist du immer noch vor mir, Julian. Mal draußen gucken. Aber laut Spiel habe ich dich bereits überholt. Und zwar bist du immer noch unter mir. Ich habe auch irgendwelche Lichter da irgendwie, keine Ahnung. Wie bitte? Das sind irgendeine Lichter, die da rumfucken, aber das bin nicht ich. Ich bin, wie gesagt, vor dir. Okay. Sollte hier wirklich KI fliegen? Ich bin ja begeistert. Guck doch mal bei FS Cloud, da bin ich doch mehr als vor dir. Ja, eigentlich schon, deswegen wundert mich das, aber ich habe hier eigentlich keine KI rumfliegen. Ich habe meine KI ausgeschaltet. Egal. Aber wieso musst du noch nicht runtergehen? Womit fliegst du? Ach, mit der 7. 757 fliegst du, ne? Ja, ich bin Fendi jetzt. Ich bin auf Fend Level. Also ich bin auf 9.000 Fuß. Die Fendi jetzt direkt auf 2.000 Fuß. Oh, Olo kommt jetzt mit 549 Knoten hinterher geschossen. Das siehst du, wir sind fast wieder in einer Reihe, so wie wir gestartet sind. Bloß, dass Julian der Schuhmacher hier vom Fliegen ist. Ja, wie ihr seht, ist es draußen mittlerweile dunkel, weil wir haben es ja auch schon 22.27 Uhr. UTC natürlich. So, wir wollen Brasilien sein. 14 Points. BTO, ja, den habe ich gerade gesehen hier, BTO. Dann müssen wir irgendwo in Brasilien sein, weil SB steht ja für Brasilien. Naja, das ist hier unten, wo der andere hinfliegt, hier, wo Sherry hinfliegt. Ach so, Sherry, Sherry Lady. Ist auch ein ziemlich, naja, ist auch ein etwas größerer Flughafen. Jo, hat zwei Landebahnen. Auch nicht schlecht. So, wir fliegen erstmal ein bisschen an Fortaleza vorbei. Oder Fortaleza. Ja, 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 ja. So, ich fange jetzt auch an zu singen. Ach so, ich habe verstanden, fängt auch an zu singen.
Ah nein, alles gut. Wo holst du dir dein Wetter her? Flightradar 24. Ist das Internet oder was? Ja. Gucken wir mal. Na, ich habe Wetter Aviation Center. Da gibt's auch immer. Ach, das ist sowas ähnliches wie. Boah, was sind das alles für Flugzeuge hier? Sind das reelle Flugzeuge? Die sind echt. Boah, das geht denn hier ab? Das sind die Flugzeuge, die echt überall rumfliegen. Boah. Du Scheiße, was geht denn hier ab? We need more drags. Und dann kann man jetzt immer noch mal die IS-Frequenz fragen. Immer noch 100. Habe ich noch nicht eingegeben. Immer noch 139. 109,30. Das habe ich sogar noch behalten. Danke. Da, Vorderleser, da haben wir es ja. Klicke ich mal an, den blauen Punkt. Blub. Nee. Hä, wo klickt man das an denn jetzt hier? Thomas? Ja, ich habe die App fürs Handy. Da braucht man dann bloß den Flughafen eingeben. Ach so. Und dann erscheint da so ein Bild vom Tower und dann drückt man auf den Tower und dann sieht man alle Angaben. Okay. Bookmarks, Settings. Ach, ist ja auch egal. Ich habe ja Wetter Aviation Center. Das ist ja auch ziemlich aktuell. Die Daten sind von 22.31 Uhr. UTC. Also eigentlich top aktuell. Jo, genau. Ist ja gerade mal 22.32 Uhr. Also ist gerade abgedatet worden. 70 Grad mit 7 Knoten. Und 10,12 Hektopascal. Jo. Ich sehe die ersten Lichter nach 2 Stunden. Hey, da vorne sehe ich dich jetzt schon. Nee, das ist der Flughafen oder was ist das? Oder bist du das? Nee, das ist ein Flughafen. Ich dachte, das bist du. Na, dich sehe ich, wie gesagt, nicht. Was ist das hier? Da ist auch irgendwas Rotes. Also in Brasilien ist es jetzt 19.33 Uhr. Mhm. Die sind 3 Stunden nach der GMT, die sind minus 3 Stunden nach vor der GMT-Zeit. Mhm, mhm. Wie war das nochmal? Wie viele Punkte? Achso, Enter und 7. 109 Punkte. Naja. Das ist doch schön. Jo. Dann komme ich ja deinen 3000 Punkten immer näher. Ey, der Typ hatte doch nicht mehr alle. Schön, dass du das in dem Video sagst. Ich kann es ja wieder rausschneiden. Wieso kann doch jeder wissen, dass du 3800 Punkte hast? Ich meinte das andere Wort. Was habe ich denn gesagt? Ja. Weißt, was du gesagt hast? Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Meinst du Typ? Ja. Ach, weiß doch jeder, wie ich das meine. Ich meine, das hat doch bloß Spaß. Weil ich verstehe das denn nicht. So. Da sind die 4 Stunden hinter der Deutschlandzeit. Ich bin jetzt bei knapp 12.000, bin ich jetzt. 12.000 Fuß. Schade, dass man jetzt von der Landschaft nichts sehen kann. Spoilers full. Ja, Spoiler mal kurz komplett ausgefahren.
So, habe ich mal den Landesscheinwerfer eigentlich die ganze Zeit angelassen? Na klar, ich bin erstmal ein Depp. Und ich wundere mich, warum. Warum so alles so hell hier draußen war, eben bei mir. Oh, scheiße. Ja. Naja, müssen nicht, aber. Naja. Gut, dann hatte ich eben die ganze Zeit meine Landesscheinwerfer an, ist ja auch egal. Hätte ich auf mehr lang können. Steht das bei dir nicht im Display, Julian, welches ILS du eingeben musst? Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo das steht. Weißt du, wo das steht? Also beim Airbus steht es hier beim Radar sozusagen unten links, vor 1, und dort steht 109,3. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das bei der Boeing da auch steht. Das weiß ich jetzt nicht. Bei der Boeing weiß ich es auf jeden Fall beim FMC. Wenn du auf... Oh Gott, welche Taste ist hier oben? Oben links musst du da drücken. Und dann steht da, glaube ich, alle Daten von dem Flughafen. Nee, Quatsch. Wie war denn das? Doch, ich glaube oben links irgendwie. Und dann hast du alle Daten. Anflugskurs und diesen ganzen Quatsch. Und dann auch die ILS-Frequenz. Ah, ja, ich hab's gefunden. War oben links die Taste, ne? Weil bei hier beim... Ja, bei gefunden. Weil bei Airbus ist die oben links ja die DIR-Taste, also die Direct-Taste. Bei Boeing ist es die... Keine Ahnung, welche Taste das war. Spoilers full. So, ich bin jetzt bei 9600 Fuß. Schön. Ja, ja. Wo bist du, Julian? Ich bin im Landeanflug, also ich bin jetzt Flight Level, also bis 6000 Fuß jetzt noch drauf, ich bin jetzt schon auf der ILS Prozent. Mhm. Jetzt bist du schon auf 6000? Du bist eine halbe Stunde später in den Top of Descent Book gekommen wie ich, aber bist jetzt schon auf 6000? Wie bist du denn runtergegangen, sag mal, Sturzflug oder was? Ja. Mit minus 2000, glaube ich. Na, ich muss mal gucken, was die Maschine hergibt. Ja. Alles klar. Dann müsste ich dich ja gleich hier sehen. Okay, der Flughafen kommt langsam zum Vorschein. Gut, dass das ruckartig angeschissen kommt, ist natürlich auch scheiße. Aber wahrscheinlich liegt das an meiner Einstellung. Also sehen tue ich dich auf jeden Fall nicht hier. Ich sehe hier nichts blitzen bei mir. Können wir nochmal von draußen gucken? Nö, ich sehe nichts. Da wäre eine Brille. Nee. Sowas brauche ich nicht, du. Speed check. Okay, der Julia dreht langsam ein. Schade, dass man die Flugzeuge hier im FMC nicht sehen, nicht sehen kann hier im. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber auf dieser Karte hier, dass er dann hier auch hier Fehler aussieht, wenn man sich zu nahe kommt. Das finde ich schade. Maschinen, wenn ihr zum Beispiel ich hier bei ihr verkehr oder ihr, die sich dann auch in meinem GPS-System. Ja, da ist FSX wahrscheinlich ein bisschen besser. Da steht sogar drin, also da steht dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo über Deutschland fliege, wenn ihr zum Beispiel da auch einer hinfliegt, bei euch steht das nicht, oder habt ihr jedenfalls noch nicht gesehen, aber zum Beispiel bei einer KI steht sogar denn da, zum Beispiel wo er hinfliegt, weißt du? Mhm. Zum Beispiel KI kommt, da steht dann in SBFZ, dann weiß ich, der landet auch in SBFZ.
Ich verstehe bloß nicht, warum ich den Namen jetzt nicht sehe hier. Beim Starten habe ich den Namen noch gesehen. Normalerweise müsste ich deinen Namen jetzt schon sehen, Julian. Keine Ahnung. Na, ist auch egal. Also, ich sehe deinen Namen. Ich sehe dich. Da sehe ich dein Flugzeug. Da ist er. Ich bin zum ILS-Flug. Ich mache was überhaupt nicht. Ja, ich sehe dich hier gerade. Aber deinen Namen sehe ich komischerweise nicht. Habe ich doch alles eingestellt. Kommt mir eine KI-Maschine lang. Nicht von Madrid nach Fontalesa. Guck, Wetter ist genau. Guck, und du wolltest nicht auf der 13 landen, Julian. Ja, siehst du? Und laut Wetter, wenn ich mir den Wind angucke, fliegen wir jetzt genau entgegengesetzt des Windes. Naja, nicht ganz genau entgegengesetzt, aber. Wo ist er? Da ist er. Hä? Wo ist denn der? Also bestimmt genau hier hinter. Moment, Spoiler mal wieder mal einfahren. Habe ich noch ganz vergessen, dass die noch draußen waren. Ja, wo ist er denn jetzt? Bist du abgestürzt? Nö, ich flieg doch. Hä? Wieso sehe ich denn die ganze Zeit mal nicht mehr? Was war das denn? Nö. Ich bin hinter dir so gesehen. Ach, da ist er. Da sehe ich ihn. Oh, ich dachte schon, mein X-Plane kackt ab. Da ist er. So. Jetzt schwenken wir auch gleich ein. Natürlich zieht er jetzt wieder nicht rum, war ja wieder klar. Das ist doch wieder zum junge Hunde kriegen hier. Ja, den letzten Punkt hat er natürlich wieder nicht bei mir genommen, war ja wieder klar. Speed check, flaps 2. So, ich bin jetzt gelandet. Mm-hmm. 2,500.
Ich komme dir gleich hinterher geschissen. Bravo Echo Romeo. Speed check. Flaps 3. Gear down. Speed checked. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Punkte hat Julian bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hört sich ja fast an wie Verarsche. Das war ernst gemeint. Okay. Ja, jetzt muss nur noch gucken, ob ich auch noch heil runterkomme hier. Okay, mein RLS hat zum Glück gefasst, obwohl er ja wieder zwischendurch wieder und so. Oh Gott, wie viel los hier in Brasilien, wa? Meine Fresse, ist hier viel Verkehr. Radio Altimeter alive. Bravo Echo Romeo, 4 Echo Victor Romeo, taxi to gate. Welcome at Cayenne Rocham O'Airport. 1000. Approaching 1-3. So, ich bin jetzt auch kurz vor der Landung. 500. 500 noch. 400. Land green checked. Hundred above. 100. Minimum. 40, 30, 20. Retard. Ground spoilers. Retard. Go around. Flaps. Wo stehst du, links oder rechts? Wenn du von der Landung gekommen bist. Hier, von hier aus bin ich jetzt links. Okay. Ich hab eine Außenposition, weil ich halt immer auf mit Ground Handling arbeite. Jetzt natürlich kein Weg natürlich nach links hier. Oh. Feet remaining. Ah, doch, ich glaube, hier geht's nach links, ne? Ja. Oh, eine ganz harte Biege. Also, das Lenken ist hier irgendwie, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, das nächste Mal fahre ich wieder mit meiner Boeing. Reifen geplatzt! Das hat Schuma. Ja, nur weil ich über den Rasen gefahren bin, habe ich einen Reifen geplatzt.
komme ich glaube ich gar nicht mehr vorwärts. Du hast aber schlechte Reifen. Das sieht gar nicht gut aus. Du musst ein bisschen mehr Gas geben, bis mir auch mal passiert. Mache ich gerade, aber. Freue ich mich ja nachher schon, da freue ich mich auf das Video, wenn das hochgeladen ist. Ja, doch, jetzt gibt er kurz wieder Gas. Ich sag, mit Bullen hast du nie ein Problem. Ach, dann bleibe ich hier gleich stehen. Na, jetzt bleibt er natürlich wieder so. Ich bin nicht im Weg. Ne, ich sehe ihn ja. So. Wo haben wir den Reifenplatz denn? Ach, vorne. Naja, gut. Judy, dann werde ich erstmal schnell den EPU oder die EPU starten. Das können wir erstmal alles ausschalten. Diese Taxi-Lights habe ich auch wieder vergessen. Ah. Das kann aus, das kann aus, das kann aus. Gut, lassen wir erstmal kurz, bis die EPU gestartet ist. Tja, aber ich sag mal, da das ja jetzt schon wieder 36 Minuten sind, ich würde trotzdem sagen. Oder ich lasse das Video noch laufen. Gut, Ole werden wir wohl nicht mehr landen sehen. Aber den Lupo, den Thomas werden wir mal noch abwarten. Aber das werde ich schneiden. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann werden wir mal noch den Thomas da vorne. Ich glaube, da kommt er angeschlingert. Ich denke mal, dass er das hier sein soll. Dieser helle Punkt da. Da ist er, oh, Mensch, jetzt kam er mit einmal oh. Ich habe ihn einmal kurz weggedreht. Gut, das wird aber eine sehr lange Landung. Naja, mit einer A350 ist es auch ein bisschen komplizierter, ne? Ja. Aber wenigstens kommst du rechtzeitig zum Stehen und nicht so wie ich. Verstehe ich zwar wieder nicht, aber naja. Was sind das hier für Maschinen? Oh, was ist denn hier zugeparkt hier? Meine Fresse. Das sieht ja komisch aus. Tja, gut. So, damit würde ich sagen, der Ole, der ist noch ziemlich weit weg. Der war noch am Drive-In-Schalter. Der braucht noch ein bisschen. Ich würde trotzdem sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Oder wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.